Holländer nehmen heute mit Teller von Sinnen. Herzlichen Dank. Oliver Welke, Bürger Lars Dietrich und Bernhard Hoeker. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Begrüße Sie auf das Herzlichste. Wir werden einen netten, entspannten Abend haben. Begrüße Frau von Sinnen, Herr Knob, Herr Welke, Bürger Lars Dietrich ist da und... Ich komme nicht drauf. Nennen Sie mich einfach Ihr Albtraum. Bernhard Hoeker ist auch wieder da, der Allwissende. Auch ich möchte Hugo Egon Balder ganz herzlich begrüßen, der gerne vergessen wird bei der Begrüßungsrunde, weil er sich selber sehr selten erwähnt, auch wenn er es gerne tun das würde. Das stimmt eigentlich. Er sagt, er begrüßt uns immer alle, aber Hugo wird nicht erwähnt. Ja. Sie könnten eigentlich mal sagen, mein Name ist Hugo Egon Balder und heute Abend könnten Sie eigentlich mal sagen. Könnte ich sagen. Aber muss er sich einen Namen mehr merken, das ist für ihn natürlich auch. Das ist schwierig. Ist eh auf der Kippe. Das ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Eben schon gesehen hier, das T-Shirt von Matze Knob ist sehr, sehr... künstlerisch wertvoll. Heller angepasst. Ihr wusstet, dass ihr heute dieses Glitzer-Shirt trägt. Sehr, sehr gut. Glitzer-Shirt finde ich jetzt süß. Ja. Ja, man sieht dich halt erstmal nur bis hier. Wo du sagst. Ist ja ein Overall. Das ist ein Overall. Wie immer. Ein Überall. Ja, man sieht sie hier unten nicht. Man sieht ja immer Schuhe hat sie nicht an. Ich weiß. Nein. Schuhe hat sie nie an. Wie immer. Stimmt. Ja, deswegen bekomme ich auch immer so hinreißende Socken geschickt von meinen Fans. Ist wahr. Und ich möchte auch an dieser Stelle mal eben noch schnell sagen, Angela, Sie haben mir einen Eisbären geschickt. Sven, ich kann mich aber nicht persönlich bei Ihnen bedanken, weil wir keine Adresse hatten. Bitte noch mal schreiben. Ich bin die, die Ihnen den Eisbären Sven geschickt hat. Ja. Gut. Ich fürchte, der ein oder andere Zuschauer fühlt sich jetzt ausgeschlossen. Ja, es tut mir leid, es war halt ein Deal zwischen Angela und mir. Ich habe das Gefühl, für diese Aussage ist die Zielgruppe sehr klein. Ich glaube auch. Sie besteht aus Angela und Sven. Wobei Sven sich bei ihr zu Hause gemerkt. Sie wollte es nicht sagen, Frau von Sinn sammelt Eisbären. Wenn Sie einen zu Hause haben. Nein! Das stimmt nicht. Ich habe Eisbären sehr lieb. Schicken Sie Eisbären, meine Damen und Herren. So viel, wie Sie wollen. Auf die Kirmes gehe. Ich sage Ihnen jetzt die Adresse. Und Knut und Flocke in jeder Schaustellerbude Eisbären sehr en vogue sind, haben wir inzwischen viele Eisbären. Ich sammle keine Eisbären. Schickt mir jetzt bitte keine mehr. Doch. Sven war der Letzte. Nein. Sie verarbeitet sie zu Pantoffeln. Zerstückeln für die Schüchen, aber darf ich mal eben sagen, von wem die Crocs geschenkt worden sind? Ja, mach mal. Ihr werdet das an der Blume eventuell erkennen, von Gabi Köster. Cool. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hast du ihr das gerade vom Fuß gerissen, oder was? Ja. Nein, die stehen hier unten rum, weil ich ja immer barfuß bin. Hat das Wort biologische Waffe irgendeine Bedeutung für dich? Boah, ihr seid so gemein. Wenn eine gut riecht, dann ist es die dicke Tante, die hier sitzt. Wieder was gelernt. Ja. Auch am Fuß. Natürlich, gerade am Fuß. Ich würde jetzt gerne mit den Fragen anfangen, bevor wir anfangen, statistische Erhebungen über die Richtigkeit dieser Aussage zu treffen. Nils Gagel, meine Damen und Herren. Was? Nils Gagel. Ist das der Sven geschickt hat? Nein, das war Angela. Nils Gagel wohnt in Loxstedt, das liegt in Niedersachsen. Ja, Nils Gagel. Und Nils Gagel möchte wissen, was ist der sogenannte Tonnenstrich? Tonnenstrich? Ja. Das ist aber jetzt nicht ein Ort, wo sehr übergewichtige Prostituierte arbeiten. Also... Das ist eine Markierung, die ist hinter dem Haus für die Mülltonnen. So eine Markierung ist das. Ja. Ganz einfach. Und dann die Mülltonnen dürfen nicht über diesem Strich stehen, weil sonst kommt kein Auto vorbei zum Beispiel. Also da, wo ich wohne, da gibt es eine Einfahrt und da stehen Mülltonnen. Ja. Habt ihr denn Tonnenstriche? Ich habe noch nie welche gesehen, deswegen frage ich mal. Ja, vielleicht ist das ja imaginär oder so, dass man das irgendwie Habt nicht sieht. Habt ihr auch eine Ausfahrt? Bitte? Habt ihr auch eine Ausfahrt? Nee. So eine Ausfahrt kannst du ja im Prinzip nur einmal nutzen, weil sonst brauchst du ja nur eine Einfahrt. Richtig. Ist es vielleicht ein... Entschuldigung, ein kleiner Witz, der hat nicht funktioniert. Da muss man jetzt wirklich hier nicht so einen Terror veranstalten.
Ich glaube, es ist... Achso, bitte, Matze. Striche werden ja zum Beispiel aus Kreide gemalt. Oder mit Kreide werden Striche gemalt. Oder mit Filzstiften werden Striche gemalt. Jetzt ist es vielleicht ein Strich, der mit was Schwerem, also ich sag mal, vielleicht ein Blei... Ein Tonnenschwerer Bleistift. Aber ich bin bei der Tonne an sich. Es gibt ja Tonnen, in die vielleicht Öl eingefüllt wird. Und es gibt einen Strich innerhalb dieser Tonne, damit man weiß, wenn die geschuckelt werden oder das, was sie transportieren, sich vielleicht expandiert mit Hitze oder mit Schuckelbewegung, damit da keine, damit der Proppen oben nicht, ne, ihr wisst, was ich meine, gibt es einen Strich innerhalb der Tonne für die, die die Tonne auffüllen, wissen, nur bis dahin darf ich die auffüllen, damit es nicht zu also ein Eich, Unfällen. Ein Eichstrich für Tonnen. Ja, genau. Ist der innen oder außen? Der ist, kommt drauf an. Ich nehme mal an, außen, weil die können ja schlecht in die Tonne reingucken. Ja, der ist natürlich innen. Der ist, das hat gar nichts damit zu tun, Herr Richtig. Ballert. Ich glaube, wir sind in der Schifffahrt, da wird ja in Bruttoregistertonnen gerechnet, die Tonnage. Und der Tonnenstrich, das ist der Strich, der außen am Schiff ist, wo man sehen kann, was der für einen Tiefgang hat. Sehr gut. Und daraus schließen kann, wie viel Bruttoregistertonnen er hat. Sehr gut, das ist die richtige Antwort. Wasserverdrängung er hat. Bitte was? Ich habe den Schluss. Wie viel Wasserverdrängung er hat. Wer? Der Schiff. Der Mann. Der Tonne. Der Mann, der Mann, der ins Wasser springt. Der Schiff. Der Schiff? Der Schiff. Der Schiff in die Ecke. Herr Balder, jetzt hören Sie mal. Ja, da tut. Na, toll, bei Ein- und Ausfahrt. Bei einem Pipi-Witz bricht hier Stimmung aus. Toll. Hat's was mit Schiffen zu tun? ja. Puss. Ach, echt? Ach. Echt jetzt? Wir entschuldigen uns in aller Form. Ist richtig, die Antwort ist richtig. Aber dann ist es doch einfach. Aber das heißt, dann geht es doch um die Belagerung, nicht Belagerung, um das Auffüllen von Schiffen mit Tonnen. Und da gibt es ein... Oh. Oh. Nation, habt ihr, haben Sie das gehabt? Nation, habt ihr das Gesicht gesehen? Das kriegt er nicht nochmal hin. Nee, eben war entspannt. Also es ist ein Strich... Innerhalb des Schiffrumpfes, in dem Lagerraum des Schiffes, nein, wo die Tonnen reingerollt werden. Und es gibt einen Strich, der dazu da ist, damit das nicht... Hat das wieder gemacht? Ich guck nicht mehr hin! Das ist ein... Ich guck nicht mehr hin! Ich will es nicht mehr sehen! Das ist ein Strich innerhalb des Schiffrumpfes, in des Lagerraums, damit die Matrosen oder wer immer so ein Schiff befüllt. Wahrscheinlich sind es nicht die Matrosen, sondern Lagerarbeiter am Kai. Damit die wissen, nur bis dahin, damit das Schiff nicht in Schieflage gerät. Hm? Falsch. Dann ist es ganz einfach ein Zettel, ein Blatt Papier, was ein Arbeiter, ein Lagerarbeiter, und wenn eine Tonne, dann macht er für jede Tonne einen Strich. Das ist der Tonnenstrich. So. Fertig ab. Falsch. Richtig. Sag mal nicht auch Strich zu... Ist das nicht auch eventuell eine Knotenangabe für so ein Schiff? Also, ja, sowas in der Art. Vielleicht ist das... Die Fracht nur auf einer bestimmten Seite des Frachtraums liegen und das wird gekennzeichnet mit einem Strich zum Beispiel? Weil die das Schiff schief gebaut Falsch. Haben. Falsch. Richtig. Ist es vielleicht für Pontons? Heißt es nicht so? Pontons? Das sind doch... So Dinge, die mit Tonnen, Faden, mit denen baut man aber Brücken. Nein, Tonnen werden doch aneinander geknüpft und es gibt Pont, heißt das nicht Pont? Mein Gott, hilf mir doch mal jemand. Ja, mach, das sind so schwimmende Elemente auf dem Wasser, Ponton. Die aus Tonnen, die zusammengekettet werden, besteht. Ach so, so wie und, so Flöße. Ja. Ein Floß aus Tonnen. Ein Ponton-Floß. Ja. Ein Floß-Ponton. Wie sieht denn das aus? Ja, das sieht so aus. Oder ein Pendant. Dass da viele Tonnen aneinander geschnürt werden. Man und das Ganze vor, gibt ein Floß, wo man etwas drauf transportieren kann. Falsch. Das ist richtig. Was ich gesagt habe, war erst schon richtig. Kann es ganz einfach sein. Es ist ein Schiff, legt im Hafen an. So. Und dann sollen die Tonnen, also ich sag mal, es gibt ja so große Sekunde, und kleine Tonnen, und die Sekunde. Werden... Sekunde. Falsch. Ich das fühle Schiff mich ist gerade... auf dem Meer. Es ist noch will gar nicht im aber Hafen. Anlegen. Nein, auch das nicht. Okay. Es ist im Schiff, es ist ein Strich im Schiff, der etwas angibt im wie Schiff. Wie wäre es denn, wenn Tonnen Markierungen sind wie Bojen? Wie Bojen werden Tonnen als Markierungspunkte auf dem, im Hafen oder sogar auf dem Meer benutzt. Und anhand des Striches auf der Tonne kann man etwas über den Wellengang ablesen. Das ist soweit richtig. Bitte? Meinen Sie das jetzt ernst? Mit den Tonnen im Hafen, das meine ich ganz ernst. Die auch da dümpeln. Die dümpeln vor sich hin. Ich möchte aber wissen, was der Tonnenstrich ist. Ja, das ist die Anreihung der Tonnen. Die bilden Tonnen eine Linie. Was? Die bilden was? Eine Linie, diese Tonnen. Ja.
Und nein, das ist so, der das sind so Holzpfähle. Und an den Holzpfählen sind immer so Markierungen gemacht. Nein, wir sind ja schon bei Tonnen. Ja, Herrgott, aber die Tonnen. Wenn die Tonnen bleibt mal, den Strich... Bleibt mal kurz ruhig. Wir machen eine kleine Werbung, sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So. Meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Wir sind immer noch beim Tonnenstrich. Ihr wart ja ganz nah dran. Frau Witzin, fangen Sie noch mal an, was Sie gesagt haben. Also, es sind Tonnen. Die dümpeln so im Hafen als Begrenzungsmarkierungen. Ja, wo sind die? Also als Begrenzung. Lassen wir mal so Geld. So. Ja. Und dann kann ich sogar sagen, was ist der Strich? Da kann ich sogar sagen, es gibt grüne Tonnen und es gibt rote Tonnen. Die einen so, und was ist jetzt der Strich, ne? Wollen Sie wissen? Ja, ich will wissen, was ist der Tonnen. Entweder ist es die, was Sie gerade sagten, Herr Knopf, die Anreihung, also die... Es könnte die Linie zwischen zwei Tonnen sein, weil Schiffe müssen immer kreuzen. Dabei muss Rot immer Backbord und das andere immer Steuerbord sein, je nachdem, ob man rein oder rausfährt. Da sind wir wieder bei der Ein- und bei der Ausfahrt. Also wenn wir uns das so vorstellen... Der Tonnenstrich ist die Linie zwischen zwei Tonnen. Zwischen welchen? Ja, der Roten und der Grünen. So lass es gelten. Ja! Man muss nur tapfer sein, immer weitermachen. Nicht aufgeben, immer ran, ran, ran. Also, immer ran. In Küstennähe und bei Hafeneinfahrten dümpeln oft große Tonnen im Wasser. Das sind Verkehrszeichen, die zum Beispiel den Kapitänen zeigen. Dümpeln noch mal vor. Dümpeln steht hier. Mein Wort. Ja. Mein Wort. Das sind Verkehrszeichen, die den Kapitänen zum Beispiel zeigen, wie tief das Wasser ist. Die Tonnen schwimmen im Abstand von ca. einer halben Seemeile. Das sind ungefähr 0,9 Kilometer im Wasser. Vom Meer her kommend signalisieren grüne Tonnen die rechte Leitplanke und die roten Tonnen die linke. Und die müssen immer in einem bestimmten Abstand, müssen sich auch gegenüber genau gleich sein. Und die Linie... Das ist der sogenannte Tonnenstrich. So heißt er. Rausgekriegt. Nils Gagel, es tut mir wahnsinnig leid für Sie. Aber das haben Sie geschafft. Ich werde dafür sorgen, dass es anders wird. Zum Beispiel jetzt. Herr Beiler, sprechen Sie ich habe hier noch ein Konfetti von der Silvestersendung. Nein! Aber 2006. Oh. Das ist noch gut. Es war noch gut. Das stimmt, da kann ich mich erinnern, da fehlte eins. Ja. Ja. Gut, dass wir den Fall lösen konnten. Ja. Lars Wegener wohnt in Rostock. Hugo, das drei Fragezeichen. Lars, ich begrüße Sie ganz herzlich in Rostock. Lars Wegener möchte wissen, was ist deine Stoßtherapie? Viel wichtiger ist halt, dass die Kasse. Unter Umständen ja. Unter Umständen ja. Gut, dann ist nicht das, was ich gedacht habe. Stoßtherapie. Also Therapie bringt mich natürlich in die Psychologie klar. Und wir wissen ja, es gibt Messies. Messies von dem englischen Begriff, it's a mess, also Müll, Schande. Es gibt Messies, die stapeln und stapeln und stapeln und stapeln. Müll, Pizzakartons und alte Zeitungen, alles. Die können nichts wegwerfen. Das ist ein Phänomen. Ja. Und die haben halt stoßweise eben auch Zeitungen in der Bude gesammelt. Und die Stoßtherapie ist, dass... Nein, was ist, habe ich jetzt was? Nein. Und da ist eben eine Therapeutin, die versucht jetzt mit dem Klienten bringt das weg. Die stößt die auf stoßweise Zeitungsstapel zu entsorgen. Das ist die Stoßtherapie. Also jemand, der eben einfach den Scheiß zum Container bringt und das ist dann die Therapie quasi. Ja, nee, das muss derjenige selber machen, weil das ist ja das Schlimme. Sie können ja nichts wegwerfen. Hm. Und die Therapie ist, dass sie versucht, die Stöße von Müll zu entsorgen. Ich glaube ja, dass das nicht stimmt. Ja, ich glaube auch. Ich kann es nicht beweisen. Ich habe so ein Gefühl. Meine Theorie ist, wir sind beim Chiropraktiker. Das ist ja im Grunde, Chiropraktiker ist ja jemand, der dir Gewalt antut und du musst ihn dafür bezahlen. Richtig. Letztlich. Also du hast irgendwas verspannt, der springt dir auf den Rücken, es knackt und danach geht es dir angeblich toll. Oder vielleicht gibt es auch eine chiropraktische Therapie, wo du einfach beim Chiropraktiker vom Schrank runter gestoßen wirst oder vom Stuhl runtergestoßen wirst und danach hat es sich wieder eingerenkt oder ja. So. Bürger, eine Stoß. Gibt's leider. Eine was? War das richtig? Nein. Ich glaube, es ist etwas aus der Schule. So. Sportunterricht. So. Das Kind will nicht schwimmen. Der Lehrer geht hin. Das gibt es aber. So hat ja Holger sein Seepferdchen. Ja. Aber das gibt es bei Schafen. Im Waschbecken. Pass mal auf, Herr Beiler, wer im Glashaus sitzt. Aufgrund dieses traumatischen Erlebnisses haben Sie ja 40 Jahre gar nicht geschwommen. Das ist richtig. Hast du eine Stoßtherapie gehabt als Kind? Ja, aber die hatte nichts mit Schwimmen zu tun.
aber das gibt es ja, das gibt es bei Schafen zum Beispiel. Bei Schafen? Ja, wenn Schafe, wenn die gewaschen Schafe, werden. Wenn Schafe nicht schwimmen wollen. Nein, wenn die, genau, wenn die, die müssen ja gewaschen werden. Und damit, damit die Wolle sauber ist. Und dann werden die quasi mit so einem Ding, werden die ins Wasser gestoßen. Ach nee, das ist aber nicht das Schafer. Kann doch das kein Schäfer sein. Wir kennen doch Heinrich, den Schäfer. Ja, gut, der doch, singt ja auch nur. Der ist doch der gut singt, sein. Der singt die ins Wasser. Ja, ich gehe freiwillig. Genau, singen mit K. Therapie. Ich hätte, ich glaube, ich finde das mit der Therapie gar nicht so schlecht, was Psychologie angeht. Eine Stoßtherapie ist eine, die in die Stoßweise passiert. Also man geht erstmal hin, hat 5 Stunden jeden Tag eine. Dann hat man 2 Wochen Pause. Dann wird ein neuer Stoß Therapiestunden angeboten. Also Was für eine Therapie ist das denn? Eine Konfrontationstherapie. Bitte wen? Eine Konfrontation, eine Begegnungstherapie. Mit wem denn? Mit der Angst. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass in der Autoindustrie das Wort Therapie en vogue ist, aber vielleicht könnte es ja was mit Stoßdämpfern zu tun haben. Ist es eine Therapie für ein Auto? Oh Gott, wenn der alte Mann, schon gar nicht mehr in unsere Richtung guckt, höre ich mal besser auf zu sprechen. Wir gehen doch mal davon aus, dass das Wort Therapie schon im weitesten Sinne für die Welt der Medizin reserviert ist. So ist es richtig und so ist es schön. Deswegen würde ich noch mal zurückkommen und sagen, was ist denn mit Orthopädie? Es muss doch irgendwelche orthopädischen Schäden geben, die halt zum Beispiel mit Stößen gegen ein ausgekugeltes Schulter. Ja, oder so. Das ist ja Entschuldigung. Warte. So. Aber scheiße. Vielleicht sind es beide Sachen zusammen. Also das Auto. Ihr seid viel zu kompliziert. Stoßtherapeut ist einer, der beim Autoscooter arbeitet zum Beispiel. Was ist denn da die Therapie? Ja, der behandelt die Autos. Sie haben Angst. Ist das, um jemandem einfach motorisch zu helfen, dass der so kleine Bauklötzchen umstößt? Also dass er einfach wieder ein Gefühl für... Gibt das... Für Bauklötze kriegt. Ah, war jetzt ein Beispiel. Ist denn Orthopädie völlig falsch? Ach so, stimmt. Ja. Wenn man, Nee, wenn man, oder wenn jemand Angst hat, Ängste bekämpfen möchte und so und hat Angst, vorm Abgrund zu stehen. Und dann stößt man den hinunter. Nee, ist Quatsch. Nach 2 Minuten ist die Angst vorbei. Das ist so eingefallen. Die ist mit der Seele gen Himmel geflogen. Natürlich. Aber, wenn Sie das Geräusch noch machen, nehme ich Sie ran. Was? Von eben. Das Geräusch? Das ist, ach so, nee, das spielt sich in deinem Kopf ab. Und zwar... Das war jetzt aber sehr halbherzig. Wie wäre es denn jetzt mal, wir werden bei Stromstößen, vielleicht ist es eine Therapie, um Muskellähmungen oder sowas zu behandeln. Oh, das ist gut, Stromstoß. Sehr gut. Ja, nein, ich meine... Das ist nicht gut. Guantanamo. Ich meine, es ist keine Verhörmethode. Ich meine, Herr Waller, es sind Stromstöße, stimmt das? Nein. Ist eine Stoßtherapie wirklich Psychologie? Nein, es ist, glaube ich, viel einfacher. Wahrscheinlich ist es einfach eine medikamentöse Therapie, wo man eben gleich am Anfang mal stoßweise 50 Tabletten fressen muss. Oder ja, und dann ja. braucht man nie wieder zum Arzt. Richtige Antwort. Ja! 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 Und stell dir vor, ich habe immer gedacht, das heißt Selbstmord. Aber guck mal an. Ja. Manchmal ist es medizinisch sinnvoll, ein Medikament über einen begrenzten Zeitraum in einer extrem hohen Dosis zu verabreichen, stoßweise. Und das ist eine Stoßtherapie. Hör doch auf. Gibt es. Lungenentzündung zum Beispiel. Ach, wir sind gut. Nächste Frage. Erst muss ich mich mal bei Lars Wegner für die Einsendung der Frage sehr herzlich bedanken. Und dann muss ich mich bei ihm entschuldigen, dass... Es gibt leider kein Geld. Die sind zu gut heute. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwas haben sie genommen. Keine Ahnung. Noch eine kleine Stoßtherapie. Ich weiß. Meine Damen und Herren, aber manchmal gibt es auch Geld. Glauben Sie es mir. Es ist so. Deswegen mein Aufruf an Sie. Wenn Sie Fragen haben, ganz egal wie viele, einfach schicken. Genial daneben, 50616 Köln. Oder anrufen 01378 1120. Oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Sie können auch zu uns kommen. Da haben wir nichts dagegen. Erwin Wittmann wohnt in Pilsach. Das liegt in Bayern. Heute ist er hier. Erwin! Da oben ist er. Genau, da ist er. Das erinnert mich an einen meiner großen Hits. Hatten Sie einen Hit? Erwin Delik. Schneemann. Das habe ich mal gesungen auf einer Jürgen von der Lippe Weihnachtsplatte, jawohl. Ist wahr? Mhm. Was haben Sie verkauft? Erwin, der dicke Schneemann? Ja, als Rudolph the Red, die deutsche Version. Erwin, der dicke. Mhm.
Die Stimmung ist im Arsch, merken Sie. Ja, tut mir leid. Erwin, also für Sie. Ein also, winterliches... Erwin Wittmann aus Pilsach möchte wissen, und es geht schließlich um 500 Euro bar auf die Hand. Was ist ein Fußfeger? Ein Fußfeger? Ja. Das sind Männer, die einfach eine Zigarettenkippe irgendwie auf der Arbeit unter den Schreibtisch schießen. Was machen die? Die schießen einfach Zigarettenkippen unter den Schreibtisch. Das ist so eine Art... Verstehst du? Nee. Ich geh mal ganz kurz mit euch in den Disney-Film an sich. Wenn es so lustige Szenen gibt... Sollen wir Licht dunkel machen? Nee, das ist Hoheckers Privileg. Danke. Nee, wenn sie filmen, meine ich, damit wir besser sehen können. Was? Ja, mach so weiter. Ja, ja. Nein, und da gibt es auch manchmal gerne auch so Mary Poppins-Leute, die sich die Feger, die Bürsten unter die Füße schnallen und dann so ne, über den Parkettboden tanzen und es dann sauber machen. Das ist ein Fußfeger. Also das sind Bürsten, die man unter die Füße schnallen kann, muss nicht anstrengende Bewegungen machen, sondern kann tanzend den Boden säubern. Ist das Ihr Ernst? Ja. Aber ich glaube, ein Fußfeger bezeichnet ein sehr langes Kleid. Wenn man läuft, fegt er den Fuß. Ja, Sie können ja Normales anziehen. Musste man machen. Sehr nett. Sehr nett. Wie wäre es denn, wenn wir in der Tierwelt sind? Bei langhaarigen Tieren. Ob es jetzt Hunde sind oder Rinder oder irgendwas. Langhaardackel. Also, ja, also irgendwas. Irgendwas, wo die Haare so lang sind, dass die Haare praktisch wie ein Feger den Boden gleichzeitig sauber machen. Warum heißt denn dann Fußfeger? Weil die Haare bis zu den Füßen gehen und die langen Haare den Boden gleichzeitig fegen. Ich glaube, der Herr Welke hatte eben eine Idee. Nein, ich dachte nur, weil das klingt tatsächlich so, als könnte es auch eine Figur aus dem Tanzbereich sein. Also ein Tanzschritt, bei dem man genau, so eine fegende Bewegung mit dem Fuß macht. Genau, den Slipper auf dem Boden lässt. Tanz ist jetzt nicht gerade. Beim Wiener Walzer. Der Fußfeger ist die Frau, die hinterher geschliffen wird. Irgendwie so ein, ja, so, aber sowas, ne? Gerade wenn die lange Haare hat. Ja, genau. Aber es gibt ja beim Eiskunstlauf ja auch den doppelten Rittberger, oder? Da kennst du dich aus. Ja, natürlich. Ist es vielleicht einfach wirklich eine Frau? Und zwar einfach eine Frau, die, man sagt ja auch, wenn eine Frau gut aussieht, das ist ein Feger. Und bei der sehen nur die Füße gut aus. Genau. Ja. Der Rest. So eine Fuß-Pamela Anderson. Ist Hammer, und das ist Hammer praktisch für Fußfetischisten. Ja. Ist der Fußfeger vielleicht einfach, es gibt doch so besenartige Unterteile von Türen, ja, die, wenn sie so hin und her schwingen, eigentlich den Wind abhalten sollen, aber bei dieser Gelegenheit auch noch den Boden fegen. Heißen die nicht Türdackel? Nee, das sind Dackel, die so lang sind aus Stoff, die man davor legt. Aber seid mir nicht böse, das Kehrgerät an sich, das nennt man doch wirklich Handfeger. Ja. Und vielleicht gibt es ja wirklich einen Fußfeger. Das sind Besen an langen Stielen. Oder so eine Hornhautraspel. Besen ist immer an langen Stielen. Nee. Was? Eine Hornhautraspel. Oder du den Fuß mit fegst. Ein anderes Wort dafür vielleicht. Ja, aber es gibt doch an Flughäfen gibt's so Leute, die da sitzen und machen dir die Schuhe sauber. So, und das ist jetzt einer, der macht dir nicht die Schuhe sauber, sondern ich sag mal, in Indien, ja, da haben sie gar keine Schuhe an, weil es zu so warm ist. Und dann gehen die hin und fegen dir die Füße. Darf ich immer die Füße fegen? Ich bin ein Fußfeger. In Indien? Ist das ein Lehrberuf? War jetzt Lehrberuf, so wie Schweinsteiger. Ja. Ja, das haben wir schon, ja. Schweinsteiger. Das hatten wir schon mal. Schweinsteiger ist ein Beruf im Sauerland. Sind wir in der Pflanzenwelt? Wo sind das in der Pflanzenwelt? Sind das Samen, die über den Fußboden fegen? Also es gibt ja Pollen und Samen, die durch die Luft getragen werden und welche, die so über den Boden vielleicht kugeln. Wir sind in der Pflanzenwelt, Herr Balder. Ich glaube, es ist falsch, aber das war jetzt ein Versehen. Aber vielleicht ist das wirklich eine gute Idee, dass das vielleicht. Schnarchen Sie nicht zu laut, Herr Hoheckers. Hauptsache, ich fall nicht ins Glas. Natürlich. Aber Sie haben ja Seepferdchen, dann kommen wir wieder raus. So. Man gähnt übrigens ganz kurz, man gähnt nicht, wenn man müde ist, sondern wenn man sich konzentriert. Bitte was? Man gähnt nicht, wenn man müde ist. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Müdigkeit und Gähnen, habe ich mal gesagt. Gähnen wäre Sauerstoffmangel. Kommt. Nee, wir haben ja keinen wirklichen Sauerstoffmangel. Was wir hier haben, ist ein Mangel an ionisiertem Sauerstoff oder eine übermäßige Häufung von ionisiertem Sauerstoff. Wie habe ich mal gelesen? Frage noch mal? Irgendwann bringe ich ihn um. Ja. Ich habe nur eine Theorie in den Raum. Fußfeger. Gibt es auch Kopffeger? Ha. Nee, ne? Nee.
dann ist das etwas anderes als ich da. Es ist ein Begriff aus der Straßenreinigung. Es gibt ja Kehrmaschinen, die zum Beispiel irgendwie die Straße sauber machen. Und dann gibt es natürlich auch Laternen. Und Laternen haben Füße. Und dann gibt es halt spezielle Geräte, die eben den Fuß der Laterne sauber machen, ohne dass er beschädigt wird. Ich habe jetzt nicht zugehört. Du kennst auch den Ausdruck, es schmeckt wie Laternenfall ganz unten. Das heißt, irgendwie muss man... Den kann ich noch nicht, den Ausdruck. Das schmeckt wie Laternenfall. Das kommt immer darauf an, was man als Kind für Bonbons bekommen hat. Und vielleicht ist es wirklich ein Reinigungsgerät für diesen unteren Bereich des Bürgersteigs. Ne? Wollen wir es mal auflösen? Die freuen sich schon die ganze Zeit da oben. Wir haben eh keine Chance. Können Sie denn einen Fußfeger vormachen? Könnten Sie das denn? Jetzt mal, sind Sie denn damit, so wie bei was bin Moment, Moment, Moment. Sind Sie denn mit der Materie bekannt oder nicht so ganz? Braucht er dabei Hilfe? Dann lassen wir es lieber, bevor Verletzungen auftreten. Also, Fußfeger, ihr Lieben, gibt es beim Kampfsport, zum Beispiel beim Judo oder Karate. Der eine Kämpfer fegt dabei mit seinem Fuß ein oder beide Beine des anderen weg. Haben wir schon gesehen. Das ist ein Fußfeger. Erwin, 500 Euro für Sie. Gratulation. Wenn der andere überlegt, wenn der Fuß wird gefegt, da hatten wir ja überlegt. Ja. Sehr schön. Schade. Ach. Welcher Kampfsport ist das? Judo, Karate. Ach so. Alles außer Handstand gilt. Fußweg. Ihr wart ja mit Tanzen gar nicht so weit weg. Ja, dachte ich auch. Krass. Aber habt ihr irgendwas gehört von wegen, ja, vielleicht nicht tanzen, aber nein, was anderes? Nein, habe ich nicht gesagt. Erwin, der dicke Schneemann, sollte das Geld ja bekommen. Natürlich. Finde ich sehr gut. Kommt aus Bayern extra angereist, hier ins schöne Hürth-Kaltscheuren. Und bringt jetzt europäische Währung mit in dieses fremde Land. Das ist ja. Und ich weiß, was beim nächsten Markt ist. Alle stehen so um ihre Kartoffeln rum. Guck mal, der hat Papier, da ist Geld drin. Mit Zahlen und Gesichtern an den Brücken und Fenstern. Kommen Sie doch mal in nach München hin oder so. Da werden Sie ach, so ein kleines Dorf. Ganz schön frech, der Mann. Daniela Stapelkamp wohnt in Neuss. Hallo, Daniela. Jetzt kommt Ihre Frage. Daniela möchte wissen, was ist ein Tollwurm? Tollwurm? Ja. Der sieht einfach rattenscharf aus. Der ist toll. So Ein Tollwurm. Tollwurm. Ist das der Wurm, der die Tollwut überträgt? Der hat so einen Hals? Und wenn der Sie werden lachen, hat man mal geglaubt. Deswegen heißt der so. Ach. Also es ist ein Wurm. Wir sind in der Tierwelt. Wir sind in der Tierwelt. Und warum hast du und man hat so gedacht, dass der die Tollwut überträgt. Dann ist doch schon alles so gesagt worden hier. Nein. Das ist ein Wurm, von dem man mal dachte, dass er die Tollwut überträgt. Es ist kein Wurm, so wie ihr ihn euch vorstellt. Es ist aber etwas, was sich im Kot von Tieren befindet. Im Speichel von Tieren, würde ich vermuten. Aber der weder noch. Im Speichel eines Apfels. Im Darm was? Wohnt. In wo? Einem Apfel. Im Darm. Ja, weil wo jetzt? Im Arm oder im Darm eines Apfels. So, im Arm oder im Dapfel? Im Darm eines Apfels. Hast du gerade im Darm eines Apfels? Gerade im Darm eines Apfels. Im Darm eines Apfels. War das nicht mal ein Titel von Roland Kaiser? Ja, nee. Doch. Blödsinn. So, also jetzt hier, also Tollwurm. Der Tollwurm ist ein Wurm, ja? Oh, nein. Ach. Ist er denn toll, wenigstens? Ah, es ist die Beerenfrucht eines Strauches. Also wenn es Herr Balder. Nein. Jemand Kahage, Herr Balder. Wenn der Tollwurm kein Wurm ist, dann aber ist man dachte, es handelt sich um einen Wurm, der die Tollwut überträgt, könnte es etwas wurmähnlich Aussehendes sein. Das ist richtig. Was man gefunden zum Beispiel hat in den Exkrementen von tollwütigen Tieren. Das ist falsch. Aber es ist eine Pflanzen. Das ist noch falsch. Es könnte eine Raupe sein oder sowas. Das ist ganz falsch. Oder es könnte sowas sein wie ein Käfer oder ein anderes Tier. Jetzt wird's brutal. Dann, was? Brutal falsch. Ja. Also ist vielleicht ein Wurm, der in Tollkirschen lebt? Was haben wir denn bis jetzt erfahren? Wir haben bis jetzt erfahren, es sah aus wie ein Wurm. Aus wie ein Wurm. Aus wie ein Wurm. Man hat gedacht, dass dieses Ding eine Krankheit Tollwut überträgt. So ist das vielleicht auch nur mikroskopisch groß, wenn man es für einen Erreger gehalten hat? Aha. Nee. Naja, aber da Tollwut ja doch eher von Bissen übertragen, oder nicht? Von Bissen von Füchsen oder Hunden. Also ist es im Zahn. Sagen wir es mal so, also nicht Tollwut überträgt, ich sag's mal richtig, Tollwut Erreger. Hm. Gehen wir mal davon aus. Soweit deswegen sage ich. Und es ist kein, Entschuldigung, ganz kurz nochmal, es ist keine Pflanze. Es ist keine Pflanze. Und es ist auch kein Insekt oder Tier. Nein. Wenn ein Pilz, sonst wird's ja hier stehen. Im Watt.
Ein Wattwürmer hinterlässt. Was? Dann muss es ja ein Pilz sein. Haben keine Pflanze, kein Tier, dann muss ein Pilz sein. Ja, das ist richtig, das ist ein Pilz. Oder ein Bakterium. Also das sind die vier Arten der möglichen Lebens. Weder noch. Wattwürmer, ganz kurz, das hat zwar jetzt nicht. Na Moment, Wattwürmer hinterlassen ja, wenn sie quasi da durch diesen und so weiter, kommen ja hinten auch so kleine Würmer raus, die quasi aus Sand sind. Gab mal ein schönes Wie so eine Art Lied. Kot. Watt wären wir ohne Wattwürmer? Gab es mal früher. Von Ihnen? Herr Wallner, Sie bringen uns wieder so nach vorne. Interessiert Sie meine Antwort? Nein. Entschuldigen Sie, Herr Wallner, aber wir sind ja beide jetzt gerade hier sehr hysterisch. Wenn es weder ein Pilz noch ein Bakterium noch etwas von... Ist es denn etwas von einem Tier oder von einer Pflanze, wie zum Beispiel Fell? Also von einem Tier ist richtig, ja. So, genau. Also hat es ja doch was mit Tieren zu tun. Da habe ich ja gesagt. Da haben Sie uns aber eben ein bisschen an der Nase herumgeführt. Sie haben mich gefragt, ob der Tollwurm, ob also das ein ist Tier ist. Also es ist etwas von einem Tier und es ist nicht Speichel, denn da waren wir eben schon. Dann ist es Fell, Haare... Ist es vielleicht ein Knochen oder so etwas, der von einem anderen Tier gefressen wurde, ausgeschieden wird, also von einer Maus oder sowas? Ein Fuchs frisst eine Maus, der Knochen liegt rum, man denkt, das ist ein Tollwurm. Das sieht aber toll aus. Ist auch kein Kot, weil im Kot waren wir eben auch schon. Nee. Sie waren im. Achso. Ist ein Scheißspiel, Herr Walter. Der Tollwurm. Also, was gibt es denn von schon einem. Ein was ist es denn von einem Tier, was kein Fell ist, kein Speichel, kein Kot? Fußnagel. Von welchem Tier? Vom Fußwolf. Ja. Vom Fußgänger. Vom Fußfeger. Vom Wolf, vom Fuchs, was gibt's denn noch? Vom Reh? Der gemeine... Und es ist auch nicht was Wiedergekäutes. Also wenn wir nicht beim Kot sind und nicht beim Spaß... Füchse sollten doch Tollwut übertragen. Was gibt's denn von einem Fuchs? Ich rede vom Tollwuterreger. Aber es ist was von einem Tier? Ja. Dann ist es Speichel. Das ist was von einem Tier, der Tollwut. Speichel? Der Blick. Der Blick. Ist das sowas Sie, also wenn es nicht so eine, so aus Haut den Gedärmen, kein Speichel, kein Fell. Da machen Sie mal den Tollwurmblick. Sehr gut. Also das kommt doch eher, Moment, das kommt auch an. Die Frage ist sehr allgemein. Meinen Sie jetzt den erotischen Tollwurm? Ich habe gedacht, oder meinen Sie den müden Tollwurm oder meinen Sie den gemeinen Tollwurm? Er sagt ja Speichel, er sagt ja... Sie sagen ja, es ist der Erreger. Und es stammt aber von einem Tier ab. Ich habe nicht gesagt, es ist der Erreger. Man hielt es für den Erreger. Ja. So, wenn wir jetzt aber bei einem Tier sind, das sagten Sie ja auch schon. Ja. Und es ist weder Speichel, noch etwas, was wiedergekäut oder ausgeschieden wird. Ja. Was und ist es ist auch kein Fell. Ja. Und es ist auch nicht der Blick. Und auch nicht der Atem. Die Zunge vielleicht. Nein, aber... Nein, es muss ja irgendwas sein, es ist doch Tollwut. Schon das... in die Nähe. Zähne. Zähne. Zähne habe ich schon vor 10 da Minuten sind wir schon gesagt. Wieder weiter weg. Kiefer, eben. Blomben. Die Lippen. Nein, nein. Die Blomben bei Zähnen. Zunge. Ja, du, Herr Gott. So, wir sind, also bei Zähnen sind wir weit weg, bei Zunge sind wir nah dran. Bei Zunge seid ihr nah dran. Speichel. Hör auf. Nein. Habe ich doch auch schon. Moment, was in der Mitte ist doch so ein Design. Barthaare. In der Mitte. Nein? In der Mitte das ist Zungenfädchen. In der Mitte von der Zunge. Das Zungenbändchen. Ja. Unten drunter. Zungenbändchen. Zungenbändchen. Hm. Aber was gibt's denn jetzt auf der Zunge, was kein Speichel... Boah. Was? Er macht ein Zungenbändchen. Ah, vielleicht das ist der Tollwurm, das Zungenbändchen. Gibt es vielleicht bestimmte Ausstülpungen... Bei welchem Tier denn? Beim Fuchs. Beim Otter. Delikatesse, Zungenbändchen vom Otter. Beim Hund. Also beim Hund. Beim Hohund. Hohund. So. Hund ist gut. Ja. Aber Zungenbändchen... Der Lefzen, also, der Lefzen. Der jetzt Hund, sind wir ja nah dran. Die Tollwut ist was? Das ist ein Teil der Zunge, was man für den Erreger der Tollwut gehalten hat. Und es sieht aus wie ein Wurm. Beim? Hund. Der Hundezunge. Auf der Zunge oder unter der Zunge? Ja, unter der Zunge natürlich. Was hat man früher gemacht? Abgeschnitten. Lass es so gelten, richtig. Ah. Also. Aber gemein. Ja. Jeder Hund hat einen Tollwurm. Ist ein wurmförmiges Stück Gewebe, das sich unter jeder Hundezunge befindet. Es dient der Stabilisierung der Zunge beim Trinken. Tollwurm heißt da deswegen, weil man Ende des 19. Jahrhunderts glaubte, dieses wurmförmige Gewebestück sei Verursacher der Tollwut. Und dann haben die denen das abgesäbelt. So, und bis zur Entdeckung des Tollwuterregers durch Louis Pasteur wurde dieser Tollwurm bei den Hunden teilweise entfernt. Die Armen, dann konnten die nicht mehr trinken. Ja, schwer. Halt, und nicht mehr sprechen. Ja. Daniela, es tut mir wahnsinnig leid. Das haben Sie mit Mühe und Not rausgekriegt. Ich habe noch wunderschöne Fragen, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung und sind dann gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir nach Berlin. Dort wohnt Christiane Pers, die ich ganz herzlich begrüße. Christiane Pers möchte wissen, was ist eine Hustenplatte?
Das ist ja irgendwie Gesundheitsmagazin Praxis, was wir hier heute machen. Ich glaube, die Husten. Ist das nicht Ihre erste Schallplatte, die Sie aufgenommen haben? Eis. Genau, da gab es ja dieses sehr schöne Lied. Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. War das nicht von Johanna von Kotschian, Herr Baller? Sie waren doch aus der Zeit. Ich dachte, ihr sagt jetzt Hustenplatte, das ist die erste Platte von Whitney Houston, aber. Oh, ja, aber das war ihre flaue Pointe, Herr Balder. Wir kamen nicht drauf. Natürlich nicht. Es gibt doch in der Medizin, also wenn man zum Beispiel geröntgt wird, dann kriegt man ja so eine Platte, die Arzthelferin da irgendwie so drapiert. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel husten, kommt ja irgendwie von den Bronchien, dass man da vielleicht die Platte in der Nähe der Bronchien und dann ist das die sogenannte Hustenplatte. Ich habe noch eine Theorie und zwar sind wir bei der industriellen Herstellung. Finde ich schön, wie auf wir meinen sind, Vorschlag eingeht. Eben, wir sind bei der industriellen Herstellung von Hustelinchen. Ihr erinnert euch, nehmt den Husten nicht so schwer, jetzt kommt der Hustinettenbär. Na egal. Also, wir machen Hustenbonbons. Ja. Wir gießen Ricola. Wir gießen den Hustenbonbonbaum. Nein. Wir gießen Hustenbonbons Masse in eine Form. Und das nennt. Und das nennt der Hustenbonbonhersteller, bevor er sie dann zerteilt und in lustige kleine bunte Papierchen wickelt, die Hustenplatte. So, ist das vielleicht, wenn man beim Arzt ist und der Arzt möchte feststellen, ob der Husten, den man hat, ob der Farbe. Krankheitserreger glaube, enthält oder so, glaube, wenn man jetzt auch gegen eine Platte hustet. Nein, Frau von Sinnen sagt gar nichts. So. Wenn man gegen eine Platte hustet oder so und dann wird da eine Probe von das Mikroskop gelegt. Sehr gut. So. Bei welchem Husten? Beim Keuchhusten. Richtige Antwort. Ja! Jetzt habt ihr alle gedacht, jetzt kommt wieder irgend so ein Ding. Nicht ist hier. Es geht doch. Ja. Sehen Sie, Frau von Sinn, man muss Leuten nur zuhören, dann klappt's. Und aus dem Muster, was man da drauf hustet, wird dann die Zukunft vorhergesagt. Ja. Also ich sag's euch mal, früher die übliche, heute immer noch eine gebräuchliche Art des Nachweisens von Keuchhusten. Man benutzt dafür eine Schale, flach wie eine Platte. Diese Platte wird bepinselt mit einer Flüssigkeit, auf der die Keuchhustenerreger gedeihen. Der Patient hustet auf diese Platte, da ja Hustenplatte. Die Platte kommt danach in einen Brutschrank, wo sich die Keuchhustenerreger schnell vermehren und dann unter dem Mikroskop sichtbar. Nehmt den Husten nicht so schwer. Christiane, es tut mir wahnsinnig leid. Sind wir heute gut oder sind wir heute gut? Ja, Wahnsinn, man schämt sich ja fast. Ich finde, wir sind gut. Das Schöne finde ich, wir sind gut. Aber wir haben aus Respekt zu unserem Gast, den wir heute da haben, eine Anfrage genau nicht so beantwortet. Obwohl es natürlich möglich gewesen ist. Natürlich. Dann freue ich mich, dann kommt jetzt die zweite. Vielleicht hat es auch einen anderen Grund. Die zweite, die wir nicht wissen, alter Mann. Natürlich. Meinolf Muckhoff. Nee, ne? Ja, wohnt in Münster. Die drei M's. Meinolf Muckhoff Münster. Meinolf? Meinolf Muckhoff Münster. Und seine Frau hat sogar vier M's. Meinolf. Egal. Und Meinolf Muckhoff aus Münster. Kommt, entschuldige, Meinolf, aber es ist wirklich schwierig. Ich wollte eben Meinolf Münster aus Muckhoff sagen, aber es ist Blödsinn. Also morgens Marmelade mit Mandarinen. Versucht mir mal die nächste Frage nur noch mit Wörtern zu beantworten, die mit M anfangen. Okay, das ist meine schöne Aufgabe. Also, Meinolf Muckhoff möchte wissen, was ist Vogeldunst? Vogeldunst? Weißt du? Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ich mache jetzt alles mit M. Wie ist der Vogeldunst. Okay, Möwenscheiße. Nein! Meisenfurz, habe ich gesagt. Ja, Meisenfurz. Ich finde ihn schön. Vogeldunst. Vogeldunst. Ich bin da, der Taubenzüchter spricht davon. Vogeldunst ist bei sehr aufgeregten Tauben die aufgewühlte Luft, wo noch das, was auf dem Boden liegt, die Streu durch die Gegend fliegt und man nur mit Nebelscheinwerfern überhaupt eine Chance hat, als Taube in das Ziel hinein zu geraten. Gerne wird man, wenn nicht mit Warnweste versehen, Mann übersehen und das Tor vorher
zugeschlagen. Nur morgens. Spricht eventuell der Pilot von Vogeldunst, wenn so Schwärme von Vögeln hochgehen und die Sicht für ihn behindert ist? Nein, dann spricht der eher von Katastrophe, glaube ich. Oder von beschlagener Scheibe zum Beispiel. Kann das sein, dass das zum Beispiel Vogeldunst es nicht überall gibt, sondern nur in Asien? Sehen wir mal Peking. Ja, da ist so viel Smog in der Luft, dass wenn man, wenn jetzt die Frau Fenster aufmacht, sagt sogar der Wellensittich, also Freunde, da fliege ich nicht raus. Wenn nicht mal mehr der Vogel rausfliegt, dann ist Vogeldunst. Vogeldunst. Ja. Ja, nicht schlecht. Herr Walter, das ist total gut. Ja, war falsch. Ja. Das ist mir total egal. Richtig falsch. Ist Vogeldunst eine Pflanze? Weil es gibt ja lustige Pflanzen, die haben so sehr schöne Namen oder so. Eine Pflanze oder ein Pilz? Eine Pflanze, Herr Baller. Eine Pflanze oder so eine Algenart oder sowas, die Vögel anzieht oder sowas. Weil der, ja, was denn jetzt? Pflanze oder Algenart? Ich würde sagen, eine Pflanzenalgenart. Und zwar, ja, man möchte sich nicht festlegen heutzutage, man möchte ja auch noch viele Hintertüren offen haben. Und ich glaube, es ist, was du sagst, es ist eine Pflanzenalgenart, die sowohl über als auch unter Wasser auf Seen gedeiht und dazu führt, dass Vögel diesen sich verdunstenden Wasserbereich anfliegen, um sich dort zu ernähren. Kurz und bündig. Sie hätten es auch unhöflich formuliert. Das war das Höflichste, was er kann. Was ist Ihnen so angefallen? Ja, nee, alles falsch jetzt. Hat es denn überhaupt mit, ich muss es jetzt fragen, mit Vögeln zu tun? Ich weiß jetzt nicht, welches Vögel du, was du, also... Ja, die Vögel. Er weiß jetzt nicht, welches Vögel du meinst, aber mit Tieren hat es nichts zu tun. Doch. Ist der Vogeldunst vielleicht ein Dunst, der in einer Ebene steht, in der Vögel fliegen? Herr Holika hat hier eben sein Holzbein verloren. Ihm ist ein Ei aus der Hose gefallen, ich wusste es. Ich war auch gerade beim Jäger. Einmal das Hüftgelenk vom Hugo ausgehört. Ich war auch gerade beim Jäger, gesagt, ob der Jäger vielleicht von Vogeldunst spricht, also wenn er auf Auerhähne geht oder so. Jäger ist sehr gut. Im Sinne von richtig oder von falsch? Richtig. Ist der Vogeldunst vielleicht das, was der Hund riecht, der Jagdhund riecht, wo man sagt, die sagen ja da nicht Geruch, die sagen ja nicht Blut, sondern Schweiß, weil es doch nicht so eklig klingt. Geschmackssache. Und dann ist der Vogeldunst der Geruch, den Vögel und dann sagt von sich geben. Der Hund, und dann sagt, Mann, hier steht ein Vogeldunst in der Bude, hier müssen irgendwo Vögel sein. Geht's um die Abrichtung des Jagdhundes? Kleine Hilfe für euch, Jäger ist richtig, Italien, Spanien. Oh, Singvögel werden abgeknallt. Was ist Vogeldunst? Das ist die Blutfontäne, die entsteht, wenn man... Vögel schießt. Singvögel ist richtig. Die Italien, Spanien, Singvögel ist richtig. Was ist Vogeldunst? Der Mundgeruch von den... Sind das die Netze? Sind das die Geräusche der sterbenden Vögel? Nein, das ist nicht so schlimm. Ein Schwarm? Das ist der Gestank, wenn die da lange liegen bleiben. Ein ganzer Schwarm von Singvögeln. Womit schießt man? In die Luft. Mit Netzen. Ach so, wohin? Die fangen die mit Netzen. Was ist das für Schrot? Ganz feiner Schrot. So wie Staub. Kiesel. Sogar so fein. Wie Dunst. Dass er wie Dunst in der Luft hängt. Und die Vögel. Wie nennt man diese Munition? Vogeldunst. Richtige Antwort. Muss ich nichts mehr hinzufügen. Italien, Spanien werden Singvögel geschossen, das wissen wir. Munition ist so fein, millimeterfeiner Schrot, fliegt wie ein Dunstschleier durch die Luft, wenn sie schießen. Und das nennen dort die Jäger Vogeldunst. Natürlich in Italien. Die Munition muss so fein sein, damit man überhaupt noch was auf dem Teller hat, oder was? Ja, oder? Damit man die trifft wahrscheinlich. Ach, essen die dann auch? Ja, machen die nicht nur tot? Wozu bringen die sonst um? Ja, die können ja nicht mehr fliegen, also nicht mehr reden. Ja, vielleicht aus Hass vor so schönen Singvögeln. In jedem Fall eine doofe Angewohnheit. Eine doofe Angewohnheit, sie machen es trotzdem. Mylove, es tut mir wahnsinnig leid. Ihr wart richtig gut heute. Kann es sein, dass wir bis auf Erwin den dicken Schneemann alles rausbekommen haben? Ja, ihr wart richtig gut heute, ich bin begeistert. Wir waren richtig gut. Gratulation, sowas kommt auch mal vor, ja? Kommt öfter vor, kam schon mal vor. Sehr. Macht so weiter. Ja. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Dürften wir? Kurz? Was denn? Ja. Ja, natürlich.
Eine Sache möchte ich kundtun. Wir wissen jetzt, was ist der Tollwurm. Und es ist auch völlig klar, denn jetzt weiß ich, das ist ein Tonnenstrich. Und eine Sache muss ich überlegen, was haben wir denn? Ach, natürlich, ich weiß es wieder. Wir wissen, was ist ein Fußleger. Das ist, wenn man bei Karate mit dem Fuß auf den Boden jemand wirft, auf den Boden, und der fällt dann um und haut alle weg. Ich weiß nicht genau, naja, ist auch Dreck. So, meine Lieben, machen Sie sich keine Sorgen. Schönen Sonntag, wir sehen uns nicht morgen. Wir sehen uns erst dann wieder, wenn es weitergeht. Wenn der Hugo vielleicht noch steht. Bis. Ich habe jetzt das Ende für Hugo. Ja? Also,